Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir sind jetzt gerade wieder im Ocarina of Time Randomizer angekommen und ich werde jetzt erstmal mich erwachsen machen. Das ist der erste Schritt, der erste Plan und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Items, die beim Zora Wasserfall lagen. Ne, also hier quasi Zora Fluss. Und wenn man da bis hinter geht, da wo der Eingang zum Zora Dingens Pups ist, da lagen ja noch Items unten im Wasserfall drinne. Da würde ich jetzt erstmal kurz hingehen. Ich glaube sogar, der schnellste Weg ist, wenn ich mich kurz mal in den Wald teleportiere und da einfach die Abkürzung nehme. Ich muss aber mal kurz gucken, wie das hier war. Genau. Bam, ba, ba, bam. Perfekt ist das. Da, da, dam. So, let's go. Genau, das ist jetzt die eine Sache. Wir können auch mal wieder in den Waldtempel gehen. Da können wir auch noch mal ein bisschen weitermachen. Komplett abschließen können wir natürlich nicht. Aber ich denke, man könnte zumindest so weit erstmal machen, dass wir vielleicht wieder ein paar Items bekommen. Aber das ist heute und für die nächste Folge nicht der Plan. Heute und für die nächste Folge würde ich auf jeden Fall gerne mal zack noch ein bisschen Progress machen. Wir holen uns erstmal die Items, das ist das eine, und danach gehen wir ins Gerudo-Tal. Ihr erinnert euch vielleicht, da unter einem Stein in dieser Schlucht war der Zugang zu Majora's Mask. Und da sind wir zu so einem Abschnitt gekommen, wo wir auch schon mal waren. Das ist, glaube ich, bei Ikana. Normalerweise wendet er bei dem Friedhof in eins von den Löchern reinjumpst. Und da waren wir schon mal, aber hatten nicht mehr so viel Zeit. Und jetzt sind wir, glaube ich, gerade in Majora's Mask am dritten Tag angekommen. Und da würde ich jetzt mal einfach nochmal hingehen und gucken, ob wir da diesen Bereich abschließen können. Ich habe irgendwie einen Hinterkopf, dass da auch so ein kleiner Kampf kam. Vielleicht sogar gegen einen Eisenritter oder so. Vielleicht bin ich aber auch gerade komplett falsch. Auf jeden Fall, vielleicht können wir da uns ein schönes Item holen. Ne, das ist der eine Plan. So, ich jump jetzt erstmal hier schön mit den Eisenstiefeln runter. Da können wir uns erstmal ein paar Items holen. So, zack. Schönes Coolie-Symbole. Bisschen Geld und dann sind wir hier auch schon durch. Das war doch schön. Beautiful. So, da haben wir das nämlich auch abgehakt. Da bin ich schon mal ganz stolz drauf. Oh Gott. So, wir gehen. Ja, hier hat man, glaube ich, jetzt auch so weit alles fertig. Warum komme ich hier hoch? Und kann ich dann. Ja, kann ich nicht. Ich gehe einfach hier lang. Weg. Genau, dann würde ich sagen, ich hole jetzt mal Epona ran. Und wir reiten mal in die Schlucht der Gerudos. Und gehen da nochmal Richtung Majora's Mask rüber. Ah. Also ihr wisst ja, ich habe jetzt einen neuen PC. Mittlerweile sollte ich auch die ganzen Daten von dem PC mal auf die Website gepackt haben. Also wenn ihr da Bock drauf habt, das mal herauszufinden. Das sollte mittlerweile alles drüben sein. Und irgendwie ist mein Controller noch nicht so eingestellt wie auf dem anderen Computer. Ich habe so, die Todeszone, die Death Zone von dem Controller-Stick ist irgendwie ein bisschen. Wenn ich so ein bisschen nach links und rechts gehe, wird Saal ja langsamer. Das ist nicht so gut. Müsste ich irgendwie nochmal, mich ransetzen. Ich habe gerade nicht so das gleiche Gefühl, wie ich davor hatte. Mit dem Controller. Obwohl ich dieselben Daten übernommen habe, also merkwürdig. So, dich brauche ich nicht, ich habe ja schon einen. Ich müsste nur mal den Geisterhändler finden. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir den schon mal irgendwo, also dass wir diesen Raum schon irgendwo mal gesehen haben. Vielleicht ist der auch im. Ja, das könnte eigentlich sein. Am Halyasee, im Haus von dem
von einem Angler. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Naja. Gut, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal in den Stein rein und gehen sogar als Erwachsener noch mal Majora's Mask rüber. Ich hoffe, das klappt alles, so wie es klappen soll. Und danach habe ich den Plan, also ihr hattet natürlich vollkommen recht, ich glaube, das war der TJ, der das gesagt hatte, dass wir einen Fehler gemacht haben, als wir gesagt haben, wir lassen die Gerudo Trainings Arena aus. Denn, meine Idee war ja, wir lassen das aus, weil wir keinen Schlüssel haben. Oder weil wir noch nicht so viele Schlüssel haben. Wir haben mittlerweile aber auch 4 Schlüssel. Problem ist aber eigentlich nur, du brauchst ja gar keine Schlüssel. Schlüssel ist ja nur für die ganzen Dinger und du bekommst dann in der Mitte eine Schatzkiste. Aber die ganzen Items, die ganzen Schlüssel, die sind ja auch randomized. Das heißt, es würde immer ein random Item geben. Das heißt, da gehen wir... So, jetzt schön als Erwachsener Link. Da gehen wir auf jeden Fall auch nochmal auf Tuchfühlung, würde ich sagen. So, let's go. Schön als Erwachsener Link. Ah shit, da ist auch eine. Hab mich gar nicht gesehen. Hier ist irgendwo noch eine. Gut. Die muss ich auf jeden Fall gar nicht töten. So, was haben wir hier? Aha, siehst du? Wusste ich doch. Hau mal. So, jetzt ist der schon mal da. Warte. Chill. Jetzt ist der eigentlich immer ganz einfach, weil jetzt wird er ja gesteckert. So, das war's schon. Der ist down. Ah, und hier bekommt man, genau, hier bekommt man normalerweise das Lied, Song of Storm. Was bekommen wir? Ich muss reden, ne? So. Leider nur ein Herzteil, schade. Aber egal, dann haben wir das auch abgeschlossen. Cool. Freue ich mich. Dann müssen wir hier auf jeden Fall nicht nochmal hin. Und wir waren so geil und haben das jetzt eben nochmal mitgenommen. So. Und waren auch schön als Erwachsener in Majora's Mask nochmal unterwegs. Ist doch nice, oder? So, Problem ist jetzt, ich komme jetzt hier nicht mehr hoch. Das heißt, ich muss nämlich nochmal eine Runde gehen. Traurig, aber wahr. Aber vielleicht kann ich mal die zwei Häuser abchecken. Am Heiliger See. Möglicherweise ist das ja eines der Häuser, die ich brauche. Aktuell suchen wir ja den Geisterhändler und wir suchen Talon. Der müsste auch irgendwo rumpennen. Die zwei Häuser. Die brauchen wir. Mal kurz hier reingucken. Was war denn hier drin? Ah, guck mal, das ist er doch. Jo, geil. Hey, easy. Nein. So, zack. What the heck? So, dann haben wir das schon mal gemacht. Das Huhn ist jetzt quasi richtig cool und freut sich. Das heißt, wir können nämlich das Huhn austauschen gegen einen anderen Gegenstand. Da müssen wir wieder zu Anju gehen. So, wir gucken jetzt mal ganz kurz in den Anglerteich rein. Der Anglerteich war auf jeden Fall in Kakariko irgendwo drin. Und ich glaube, wir können hier eine Vogelscheuche erstellen lassen, richtig? Jo. Das heißt, wir können da auch eben mal reingucken. Als Erwachsener waren wir da, glaube ich, noch nicht drin. So. Das ist, glaube ich, zu weit weg. Viel zu weit weg. Okay, schauen wir mal. Ah, okay, das war das nur. Ich erinnere mich. Alles klar, aber wir haben zumindest das eine schon mal fertig. Das heißt, theoretisch könnten wir auch nochmal zum Schattentempel schnell. Ja komm, das machen wir schnell, oder? Wir gehen mal schnell zum Schattentempel. Wir haben auch noch den Pilz. Links, rechts, rechts, ah, links, rechts, runter. Wir gehen mal schnell zum Schattentempel, geben das Huhn ab. Ist jetzt halt die Frage, kriegen wir jetzt das krasse Huhn? Also, Kiki, glaube ich. Und Kiki müsste dann... Warte mal, wo müssen wir denn mit Kiki hin? Kiki müsste...
Ja, Kiki müsste theoretisch dann in den verlorenen Wäldern. Na? Ja. Aber ob das passiert, das weiß ich nicht, weil wir hatten ja schon die Säge der eingegeben. Das ergibt ja dann keinen Sinn. Ha, egal. Wir geben ihr erstmal das Huhn. Und gucken mal, was wir kriegen. Ein Schlüssel. Für einen Feuertempel. Feuertempel. Haben jetzt schon 4 Schlüssel und wir brauchen 8. Wow. Aber gut, ein kleiner Fortschritt wieder. Wir haben mal wieder was abgegeben. Jetzt haben wir als Tauschitem noch den Pilz. Ja. Hexenladen. Wo der Hexenladen ist, weiß ich aber. Waren wir schon mal in einem Hexenladen? Gute Frage. Wenn, dann nicht oft. Aber man muss als Erwachsener hinkommen auf jeden Fall. Müsste man nochmal ausprobieren. Müsste man nochmal rumgucken. Oder ich müsste nochmal in älteren LPs gucken. Es sei denn, ihr habt irgendwo eine Idee, wo der Hexenladen war, dann gerne in die Kommentare schreiben. Dann, ja, werde ich da demnächst mal hingehen. La la lü, le, le. So, einmal Eponas Song bitte und jetzt gehen wir nochmal ins Gerudo-Tal und ich würde sagen, wir gehen in die Gerudo-Trainingsarena, liebe Leute. By the way, ich möchte jetzt demnächst anfangen, wieder ein bisschen Shorts zu machen, also YouTube-Shorts mit Zelda Easter Eggs Tricks und ja, besonderen anderen Dingen, die so in meinen LPs passieren und ich habe aber auch vor, teilweise die älteren Shorts nochmal hochzuladen, einfach weil ich würde da gerne wie so einen Untertitel drunter machen und die vielleicht noch ein bisschen schicker gestalten, whatever. Nur, dass ihr schon mal die Info habt. Wahrscheinlich kommt das Video später, nachdem ich das erste Short hochgeladen habe. Ich werde da wahrscheinlich einfach nochmal eine allgemeine Rundnachricht auf YouTube schreiben. Ja, genau. Da möchte ich auf jeden Fall demnächst mal wieder ein bisschen mehr machen. Das ist so meine Idee. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal in die Gerudo-Trainingsarena. Theoretisch könnten wir auch noch in den Gerudo-Dingern ein bisschen kämpfen. Da haben wir auch 3 Schlüssel. Denn für jeden Kampf kriegen wir ja auch ein Item. Könnte man machen. Achso, warte mal. Ich gehe mal kurz gucken, was hier in dem Haus war. Vielleicht war ja hier der Hexenladen drin. Das wäre natürlich krass. Ich bin mir nämlich überhaupt nicht mehr sicher, was wo drin war. Uno Momento. Was war hier drin? Ach ja. Ja, das haben wir schon fertig. Ihr kennt das ja, ne? Ich erinnere mich nie, wo was war. Ist schwierig. Liegt aber auch teilweise daran, dass ich halt 2 Projekte spiele, manchmal viel Pause dazwischen ist und das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich mich an viele Dinge nicht erinnere, die hier so passieren. Ich versuche mir immer schon einiges aufzuschreiben, manchmal gelingt es dann aber doch nicht. Und ihr macht das auch ganz toll mit den Kommentaren, aber ich habe ja leider auch nicht die Zeit, mir dann immer alle Kommentare durchzulesen, nochmal, und alle Videos durchzugehen. Wo ich jetzt was vergessen hatte, mache ich dann immer spezifisch, wenn ich was Bestimmtes suche, dann mache ich das ziemlich oft. So, ja, wir könnten jetzt wie gesagt hier reingehen und könnten ein bisschen kämpfen. Da gibt es 3 Items. Ja, können wir ja theoretisch mal machen. Ah, Skies of Arcadia. Guck mal, hier ist schon der erste. Könnte ich jetzt theoretisch einfach mal machen. Richtig blöd, dass wir... Da wollte sie einen starken Angriff machen. Damit werden wir übrigens one-shotted. Also was heißt one-shotted? Wir werden befähigungsunfähig gemacht. Und wir kriegen eine Fee. Geil. Ja, gut. Befreien wir den ersten gleich mal. Raus mit dir. Jo. Haben wir schon mal einen. Ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass wir die ganzen Kämpfe erstmal machen, denn logischerweise kann da überall ein random Item drin sein, in den ganzen Kämpfen. Wo die jetzt alle waren, das müssen wir natürlich noch rausfinden.
hier auch einer? Natürlich ein riesen Vorteil für uns, dass wir jetzt nicht hier einen auf Assassine machen müssen. Da wir den Gerudo-Pass schon haben, was eigentlich total komisch und dumm ist. Aber ich sehe es als großen Vorteil einfach mal an. So, hier geht's weiter. Next Fight. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich den jetzt schon befreien würde? Dann wäre mein Item hinfällig, oder? Das heißt, da kann eigentlich kein wichtiges Item drin sein, oder sehe ich das falsch? Das war knapp. Das hätte jetzt auch eine Entwaffnung werden können. Shit, siehst du? Don't take us so lightly. Nimm's nicht so leicht. Oder unterschätzt uns nicht wahrscheinlich. So, jetzt wird man nämlich trotzdem hier einfach hingeedit. Wenn ich jetzt keinen Enterhaken hätte, das wäre das Ende. So. Ah, jetzt! Was soll das denn? Hast du das gesehen? Manchmal ist richtig doof. Okay. Dann kämpfen wir nochmal gegen den schnell. Shit, ey. Ja, mit dem Zweihänder ist das alles viel leichter, ne? Muss man dazu sagen. Puh. Das war knapp. Oh, ich glaube tatsächlich, da ist kein krasses Item dabei. Ich glaube, da ist wirklich nur Müll dabei. Schade. Wäre natürlich gut gewesen, ne, wenn wir da jetzt irgendwelche coolen Items bekommen. Aber man kann da sich wahrscheinlich dann auch verbocken, ne? Wenn ich jetzt den schon befreit hätte, hätte ich ja nicht gegen die kämpfen können. Theoretisch. Deswegen, ich denke einfach mal daran, dass ich mir das verbocken hätte können. Und deswegen hat der Randomizer wahrscheinlich auch keine krassen Items gesetzt. Also wertvolle Items, jetzt irgendwelche ja, Gegenstände, die wir halt unbedingt fürs Abschließen des Spiels brauchen. Das ist jetzt so mein... Ah. Ohne Reden. Das hat mich jetzt überrascht. Ist das auch so im Original? Ich habe so selten gegen die verloren. Alter, was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Normalerweise passiert mir das nie. Oh, shit. So, jetzt nochmal aufs Neue. So, ja, streng ich jetzt mal an. Ich muss diesen Stick so weit rausdrücken. Das ist super ärgerlich. Das muss ich gleich mal fixen, wenn die Aufnahme vorbei ist. So, hier ist doch auch einer, ne? Ah, ne, ist nicht. Hier komme ich jetzt bei der Schatzkiste raus. Ne, oben bei dem, bei der Kiste. Mit den 100 Rubinen? 50 Rubinen? Was sind das? Glaube ich zumindest. Ja. Oh, die sind gar nicht mehr drin. Das ist ja auch traurig. Kann man nur einmal bekommen. So, na dann auf ein neues. Einmal machen wir noch. Tut mir leid, dass ich heute so schlecht bin. Ja, und dann müssen wir uns noch daran erinnern, dass wir mal den letzten Schlüssel gefunden haben, dass wir, ja, dann nochmal da oben irgendwo hingehen. Ja, das ist aktuell irgendwie doof mit dem Controller. Mag ich nicht. Irgendwie ist der Controller nicht gut eingestellt. Obwohl ich verstehe es nicht. Ich habe dieselben Einstellungen übernommen wie in dem anderen. I don't know. So, jetzt aber. Ich bin vorbereitet. Ja, die wollte schon wieder. Kann doch nicht ständig diesen Move machen. Ist voll der Endgegner hier. Nein. So. Ja, siehst du, nur 5 Rubine. Ich denke, vielleicht kriegt man ein cooles Item, wenn wir alle befreit haben. Das könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten glaube ich, da passiert nicht viel. Okay, tschüssi. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Gerudo Trainingsarena und versuchen da mal mein Glück.
Oder unser Glück. Würde aber auch sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir werfen nochmal einen kurzen, spontanen Blick rein. Und im nächsten Part rocken wir da mal durch. So, 10 Rupees rein da. Und dann schauen wir mal. Ja, theoretisch müsste es da einiges an Items geben. Da habt ihr vollkommen recht. Oh, coole Musik. Zelda 2 einfach. So, da geht's da oben schon los. Da müsste dann gleich ein paar schöne Gegenstände geben. Wundervoll. Bam, bam. Cool. Gefällt mir die Musik. Alles klar. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Gerne liken, kommentieren. Schaut auch gerne auf meiner Website vorbei und gebt mir Kommentare und sonstiges. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.